Hello, here is Wang Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Auf Hawaii mit seinen sonnigen Stränden. In Honolulu mit seinen Kokospalmen und der Meeresbrise. In einem fremden Land mit blonden Haaren und blauen Augen. Gibt es eine geheimnisvolle Gegend voller reicher orientalischer Aromen. Das ist die berühmte Honolulu Chinatown. Eine der frühesten Chinatowns in den Vereinigten Staaten. Es ist definitiv eine andere Erfahrung. Die chinesische Kultur im Ausland zu sehen. Also lassen Sie uns der GoNomad-Website folgen, um den einzigartigen Charme von Chinatown zu erkunden. Auch wenn manche Leute die Atmosphäre in Chinatown als unfreundlich empfinden, ist es doch der Ort in der kosmopolitischen Stadt Honolulu, an dem sich Ethnizität und Multikulturalität konzentrieren. Tatsächlich bietet kein anderer Ort auf der gesamten Insel Hawaii ein so reichhaltiges interkulturelles Fest wie Honolulus Chinatown. Ein Spaziergang durch Chinatown zeigt Menschen und ihre Kulturen aus vielen Ländern und Regionen. Wie Japaner, Koreaner, Filipinos, Thais, Vietnamesen und gebürtige Hawaiianer. Aber in Chinatown sind es natürlich die Chinesen, die die Führung übernehmen. Besucher werden schnell feststellen, dass Chinatown der Inbegriff von Honolulu als Ganzes ist und zu Recht ein Muss auf Hawaii ist. Die ersten Chinesen, die auf der Insel landeten. Aufzeichnungen zufolge kamen die ersten Chinesen 1788 auf Hawaii an. Und 1852 waren sie die ersten Einwanderer, die Arbeitsverträge mit den örtlichen Zuckerplantagen abschlossen. Als die Verträge ausliefen, zogen sie in den Stadtteil Chinatown von Honolulu, um ihre Geschäfte zu eröffnen. Diese Gegend war schon immer ein Treffpunkt für exotische Menschen und Kulturen. Im Laufe der Jahre wurde die Gegend als Slum voller Bars, Sex-Etablissements, Drogen und zwielichtiger Zimmer berüchtigt. Das Feuer in Chinatown. Am 20. Januar 1900 ereignete sich das schlimmste Ereignis in der Geschichte von Chinatown. Das Chinatown Fire. In der Gegend war die Pest ausgebrochen und das Gesundheitsamt von Honolulu beabsichtigte, die Häuser der Pestopfer in Brand zu setzen. Aber das Feuer geriet schnell außer Kontrolle und viele der Holzbauten wurden schnell von den Flammen verschlungen. Das Feuer brannte 17 Tage lang, legte 38 Hektar Land in Schutt und Asche und machte 4000 Bewohner obdachlos. Ironischerweise gab die Gesundheitsbehörde 4 Monate später bekannt, dass das Gebiet vollständig von der Pest befreit worden war. Die Wiederbelebung von Chinatown. In den 1980er und 1990er Jahren wurde Chinatown einer umfassenden Renovierung unterzogen, die dem gesamten Viertel ein neues Aussehen verlieh. Die Struktur und das Äußere der Häuser wurden nach historischen Standards instand gesetzt, sodass das ursprüngliche Aussehen von Chinatown gut erhalten blieb. Chinatown ist sauberer und hübscher geworden. Aber die ursprüngliche kulturelle Essenz ist immer noch da. Die Läden mit chinesischer Medizin. Die Dimsam-Läden, die Nudelläden. Die Grillbrötchenläden, die Galerien. Die belebten Open-Air-Märkte und die Verkäufer mit ihren Ständen, es ist alles gleich geblieben. Sie sind es, die Chinatown so einzigartig und bunt machen. Chinatown ist nicht länger ein schmutziger Slum, sondern eine interessante Attraktion geworden. Hier macht es Spaß, spazieren zu gehen, einen Markt zu besuchen, einen Snack zu essen oder einfach nur die bunte Kultur und reiche Geschichte Honolulus aufzusaugen. Auf jeden Fall gibt es hier auf einem selbstgeführten Ausflug immer wieder Überraschungen zu entdecken. Spielen Sie in Chinatown.
If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Good, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you!